Beate, du hast mal wieder ein bisschen außergewöhnlichen Film gesehen, Critical Zone. Magst du uns mal erzählen, worum es geht? Das ist ein Film vom iranischen Regisseur Ali Ahmadzadeh. Und in diesem Film, der Mittelpunkt ist ein Drogendealer, der nennt sich Amir. Und der Film begleitet ihn bei seinen Kurierfahrten durch Teheran. Man muss vorausschicken, dass der Film gedreht wurde, bevor der Mord an der 22-jährigen Mahsa Amini geschah und bevor die Massenaufstände der, vor allen Dingen der Frauen im Iran passiert sind. Und auch dieser Film konnte nur verdeckt gefilmt werden. Also er wurde nicht offiziell genehmigt, sondern er hat ihn durch illegal gefilmt und hat ihn in ganz Teheran gefilmt. Also das ist schon bemerkenswert. Worum es geht, ist eigentlich ein orientierungsloser Mann in einer unterdrückten Gesellschaft, die kurz vorm Explodieren ist, würde ich sagen. Wie hat denn dir dieser Film gefallen und warum hat er ihn illegal drehen müssen? Drogenhandel ist ja nun nichts, was das iranische Regime duldet. Darauf stehen harte Strafen. Und einen Film über einen Drogendealer zu drehen in der Subkultur Teherans ist nicht unbedingt das Bild, was die Regierung vom Iran in der Weltöffentlichkeit haben will. Und deswegen hat er den nur unter schwierigsten Bedingungen drehen können. Wie hat dir denn der Film gefallen? Ja, hat mir gut gefallen. Also der ist dort ein bisschen, bis man drin ist. Also es beginnt zum Beispiel mit einer, ich kann mir das ganz kurz erzählen, es ist eine Fahrt. Du siehst einen Mann in einem Auto und der fährt durch Tunnelsysteme. Du siehst Türen, die sich öffnen, alle Arten von Türen. Und er fährt riesige Verkehrstunnel unter der Stadt, fährt er durch und navigiert sich durch die ganze Stadt und trifft hier jemanden, da jemanden. Und da wird einem, es dauert ein bisschen, bis man kapiert, was er eigentlich macht und dass er eben ein Drogendealer ist, der seine ganzen Stationen abfährt und dort Leute trifft. Das macht er halt nachts. Es ist sehr langsam und gemächlich erzählt. Also man, es dauert wirklich ein bisschen, bis man sich drauf eingestellt hat, auf diese Art der Erzählweise. Also das ist schon etwas, worauf man sich einlassen muss. Es ist jetzt kein Film, der eine schnelle Erzählweise hat, wo man schnell zu Punkt kommt. Es hat auch was Poetisches. Man muss schon sich selbst ein bisschen einbringen und sich drauf einlassen. Sonst funktioniert der Film nicht. Was ist denn an dem Film deine größte Kritik? Ich hätte mir noch ein bisschen, aber das widerspricht wahrscheinlich dem Konzept des Films. Ich hätte mir ein bisschen mehr Hintergrund von ihm gewünscht, aber das ist auch persönliche Präferenz. Ich mag es immer gerne, wenn man ein bisschen was über Figuren erfährt. Und das bleibt hier eben alles an der Oberfläche. Du erfährst nicht viel über ihn oder die Leute, die er besucht. Ein bisschen mehr über seine Kunden, aber eigentlich wenig. Es ist wie, als wenn jemand immer so ganz kurz den Scheinwerfer auf eine Person legt, die er besucht und der dann die Drogen bringt und er erfährt so einen minimalen Moment etwas über die Person, denen er etwas bringt, eine Tänzerin oder die Menschen in einem alten Wohnheim, den er irgendwie einen Anführungszeichen Schokoladenkuchen backt mit Haschischkern. Dann hat er einen depressiven jungen Mann, für den er praktisch ein Heiler ist, der ihm hilft und dem er sehr, sehr freundschaftlich entgegenkommt, was der Mann auch sehr zu schätzen weiß. Also du hast so einen meditativ melancholischen Ton, den man mögen muss. Das ist mit Sicherheit kein Film, den die Masse gut finden wird. Es ist auch wieder ein Nischenfilm und es ist eher ein Arthouse-Film, wenn man das als Kategorie nehmen will. Ich glaube aber, dass man einen guten Eindruck bekommt eben von dieser Stadt oder von dieser Subkultur dieser Stadt. Und man versteht, dass die unter welcher Kontrolle die stehen. Und man versteht auch mehr die Proteste, die es nach dem Mord an Mahsa Amini gegeben hat, warum die so zum Tragen kamen, wenn man diesen Film gesehen hat. Was glaubst du denn, war denn die Intention vom Regisseur? Weil du sagst ja, es ist ja auch ein mutiger Film. Ja, ein sehr mutiger Film. Also man muss vielleicht sagen, es gab schon mal auch einen iranischen Film, der hat 2015, der hat bei der Berlinale den Goldenen Bären bekommen. Ich habe den Film nämlich damals
gesehen, der hieß Taxi Teheran. Und da hat Jaffa Panahi hat den gedreht als Regisseur. Da war es auch ein Auto, was kreuz und quer durch Teheran fährt. Und da ist eine Kamera auf dem Armaturenbrett und die Unterhaltungen mit den wechselnden Fahrgästen werden irgendwie aufgenommen. Und Panahi durfte zum Beispiel damals auch nicht zu den Filmfestspielen reisen, weil das iranische Mullah-Regime 20 Jahre Berufsverbot gegeben hat wegen Propaganda gegen das System. Und er hat eine sechsjährige Haftstrafe bekommen. Also die Situation für Filmemacher im Iran ist schwierig, vor allen Dingen, wenn sie Filme drehen wollen, die verdeckt kritisch sind. Und damit, dass der jetzt in diesem neuen Film Critical Zone so eine Subkultur zeigt, das ist ja nichts, was die Sittenwächter im Iran, die Mullahs, sehen wollen, die ja hochreligiös sind und Drogen kommen in deren Kosmos ja gar nicht vor oder dürfen da gar nicht vorkommen. Er hat halt ohne offizielle Genehmigung gedreht und dieser Mut alleine, das zu machen, auch alle, die da mitgespielt haben, sind ja alle letztendlich in Gefahr. Das fasziniert mich und finde ich, sowas beeindruckt mich, wenn das jemand unter solchen schwierigen Umständen hinbekommt, so einen Kinofilm mitzukriegen. Hattest du denn eine Geschichte von denen, die dich am meisten bewegt hat, die so ein bisschen dein Highlight war? Er hat zum einen die Geschichte mit dem depressiven jungen Mann, für den Amir, der Drogendealer, wie so ein Heiler oder Helfer erscheint. Und dann gibt es noch eine Szene, die ich sehr gut finde. Da gibt es eine Flugbegleiterin und die sitzt neben ihm, neben Amir im Auto und dann haben die Sex und du hörst irgendwie so eine Frau, die aus Lust schreit und dann taucht aber irgendwie ein Fahrzeug auf und man vermutet, es ist eins von offiziellen Stellen und Amir muss ganz schnell den Rückwärtsgang einschalten und davon rasen und die Frau hat aber trotzdem noch ihren Orgasmus und es ist so ein bisschen wie, sie lebt den trotzdem aus, obwohl er quasi abbrechen musste und sie, es ist wie so ein ausgestreckter Mittelfinger ans Regime. Also die Szene fand ich sehr skurril und sehr abgefahren und als symbolischer Wert irgendwie fand ich die sehr beeindruckend. Und für wen ist denn dieser Film? Sagen wir mal Menschen, die sich für iranische Filmemacher interessieren. Leute, die mal Filme sehen wollen, die aus anderen Ländern kommen, zu denen man sonst nicht so viel Zugang hat. Also normalerweise sind ja die meisten Filme, die wir hier zu sehen bekommen, kommen aus den USA oder aus England, ab und zu mal noch aus Frankreich oder aus Holland. Aber das war's ja eigentlich schon. Es gibt viele, viele, viele Länder auf der Welt, aber die meisten kriegt man hier gar nicht mit. Und Filme aus dem Iran sind etwas rarer, weil dort eben das Filmemachen lebensgefährlich ist, sagen wir es, wie es ist. Weil die meisten Filmemacher eben keine Genehmigung bekommen und viele Filmemacher ja ins Ausland gehen oder ins Exil gegangen sind. Und das ist schon was Besonderes, dann mal wieder einen Film aus dem Iran zu haben. Wenn man Critical Zone gesehen hat und man dachte, ey, geiler Film, hättest du noch andere Filme oder vielleicht auch eine Serie, die vielleicht ähnlich speziell oder ähnlich wertvoll sind, die du noch zusätzlich empfehlen würdest? Also er fällt mir eigentlich jetzt nur Taxi Teheran ein, der Film auch von dem iranischen Regisseur, der 2015 rauskam. Der würde mir jetzt einfallen, sonst eigentlich keiner. Dann kommen wir doch mal zu dem wichtigsten Punkt, deine Bewertung. Was soll man bewerten? Den Mut des Regisseurs, dass er das durchgezogen hat und aller Schauspieler diesen Film zu drehen, dafür müssten die 100 von 100 bekommen. Da der Film manchmal selbst mir ein bisschen zu abstrakt oder zu langsam in der Erzählweise ist, würde ich persönlich einige Abzüge dem Film geben. Für mich ist er eine 7 von 10 Goldblums.